Warte, Augenblick mal, was ist halt! Denn? Bleib hier, du musst auf die anderen warten! Wollen wir doch mal sehen, was die Zukunft für Cole und Phoebe bringt. Du glaubst doch nicht etwa an sowas. Ist in Ordnung. Bitte entschuldigt. Aber ich bin ja so aufgeregt. Ich hätte Paige heute fast den Kopf abgerissen, als wir in der Kirche waren, weil sie mein Kleid immer noch nicht abgeholt hatte. Aber jetzt hängt es hier endlich auf dem Dachboden. Entschuldigt. Ich bin gleich wieder da. Und? Was sagen die Karten? Oh, gar nichts. Ich frage euch nun, wie sieht die Zukunft von Phoebe und Cole aus? Piper? Hm? Ich kann das nicht für mich behalten. Sieh dir das an. Die habe ich für Phoebe und Cole gelegt. In der Vergangenheit waren sie ein Liebespaar. Die Gegenwart ist Verzweiflung. Aber das hier ist ihre Zukunft. Also ich bitte dich, darin hat der Tod gar nichts zu suchen. Prue ist ihm doch begegnet, das weißt du. Kapier doch mal, das ist ein super schlechtes Omen. Nein, das würde ich so nicht sagen. Cole ist ein netter Kerl, aber wir dürfen nicht übersehen, er war einer der mächtigsten Dämonen der Welt und das für lange Zeit. Ja, aber das haben wir doch alle schon besprochen. Ich weiß. Aber du weißt auch, dass man Blut und negatives Karma nicht so einfach hinter sich lassen kann. Naja, ich mache mir eben furchtbare Sorgen um sie. Hast du schon mal daran gedacht, dass du vielleicht bloß diese Karten gewählt hast, weil sie eben deine Gefühle aufzeigen und gar nicht Phoebes Zukunft? Das ist absolut möglich.